Hallo, heute kommen neue Möbel fürs Wohnzimmer und weil ich in letzter Zeit ganz viele Deko-Makeover-Home-Improvement-Videos gucke, mache ich jetzt mal eins, auch wenn das meiste schon steht und eigentlich tauschen wir nur Regale aus, aber Aesthetics und so. Das da hinten, das weiße Zeug, ist das, was wegkommt und zwischen 14 und 16 Uhr werden neue Möbel geliefert. Und wir müssen vorher noch alles abmachen und hier diese Kiste abhängen. Und gleichzeitig muss der Mann Homeoffice-mäßig noch arbeiten und ein bisschen Time Crunch. Das eine Regal steht jetzt auch schon in seinem neuen Zuhause, nämlich im Schlafzimmer. Da kommt mein ganzer Fotokram rein. Ich hatte den vorher einfach dann nur so in die Ecke geschmissen und der ganze Kleinscheiß befindet sich hier unten. Dann kann man das mal hier so ein bisschen nett machen. Und ansonsten, ja, sieht das Zimmer jetzt da drüben ganz schön nackt aus. Und ich hoffe, die Möbel kommen bald, aber es ist erst 9:30, also so bald wird's nicht. Das war jetzt zwar überhaupt nicht Sinn und Zweck dieses Videos, aber der Fotoschrank ist eingeräumt. Das passt alles perfekt rein, außer mein Ringlicht. Aber das ist okay. Wir hatten auch relativ frisch hier so eine zweite Fensterbank eingezogen, weil langsam kein Platz mehr für die ganzen Pflanzen war. Und hier oben haben wir Haken drin. Da kommt auch noch was hin und vielleicht schaffe ich das auch die nächsten Tage. Ja, mal gucken. Ja, Gidi und Pflanzen und Pflanzen und Ableger von Pflanzen und I love it. Und das ist auch quasi nur ein gebeiztes Brett mit so Winkeln unten drunter. Nachteil ist, dass man jetzt hier das Ding nicht mehr ganz runter bekommt. Da hätten wir vorher ein bisschen besser drüber nachdenken müssen, aber irgendwas ist ja immer. Es ist da! Nummer 2 liegt noch im Flur und genau jetzt muss der Mann in eine Fortbildung. Und deswegen bleibt es da im Flur liegen, weil es groß und schwer ist. Und ich kann nichts machen, obwohl noch Tageslicht da ist. Und danach wollten wir erstmal spazieren gehen. Unser Flur ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein Schlachtfeld. Aber dafür steht hier erstmal alles und wird auch nachher noch dekoriert und eingeräumt oder vielleicht auch morgen. Jetzt machen wir erstmal einen Spaziergang, um noch ein bisschen Tageslicht zu nutzen. Jo, das ist jetzt erstmal der Zwischenstand von heute und ich glaube, für heute würde ich es auch mal grob dabei belassen, denn ich habe Hunger. Das heißt, wir machen jetzt Abendessen und dann chillen wir höchstwahrscheinlich. Und morgen geht's weiter. Ich nutze die Gelegenheit, auch gleich mal ein paar Sachen umzutopfen. Vor allem
Die hier sieht unfassbar traurig aus, meine kleine Peperomia. Ich bin sehr sad. Die kam in Moos und das Moos ist viel zu nass geworden und jetzt sieht die ganz schön scheiße aus. Und dann habe ich hier noch so Cuttings von einer Monstera, die muss ich mal eintopfen. Und das ist zu klein und das ist definitiv zu klein. Und was das hier ist, weiß ich nicht so richtig. Die wachsen irgendwie nicht, aber vielleicht brauchen sie einfach ein paar Nährstoffe. Und eigentlich müsste ich auch definitiv noch ungefähr 50 andere Pflanzen umtopfen. Aber ich habe keine passenden Töpfe und wahrscheinlich auch nicht genug Erde. Und die Baumärkte haben zu und ich habe keine Lust irgendwie auf Abholungen, weil ich würde es mir gerne angucken und vielleicht auch noch zwei, drei neue Pflanzen kaufen. Deswegen warte ich. Oh Gott, was ist Licht? Auch nicht besser. Deswegen warte ich aufs Frühjahr. Früher, wenn hoffentlich alles irgendwann mal wieder aufmacht und dann kaufe ich den ganzen Haufen Töpfe und neue Pflanzen, die ich mir dann noch angucken kann. Tidi! Meine Sukkulentenerde war leider auf halbem Weg alle, deswegen musste ich ein bisschen was umändern, aber das ist umgetopft, dann habe ich die Aloe umgetopft, da hinten die Peperomia, ich hoffe, sie stirbt nicht, und da und meinen Drachenbaum habe ich groß gemacht und ja, Pflanzen! So, ich denke, ich bin soweit erstmal fertig. Erstmal. Alles andere irgendwann anders. Ich bin durch. Und ich zeig euch mal, was wir jetzt draus gemacht haben. Das ist erstmal der kleine Schrank soweit. Obendrauf Pflanzen und mein Nähkästchen. Hier habe ich ein extra Alice-Fach, etwas, was ich schon ewig lange haben wollte. Oh, das ist so schön. Vielleicht noch ein bisschen Deko irgendwann. Dann haben wir hier alles an Zeichenpapier, Zeichenblöcken und mein Body-Chan und Body-Kun. Darunter sind Zeitschriften, Nähzeitschriften, Modezeitschriften und noch ein bisschen Stuff. Dann Ordner. Hier ist tatsächlich auch nur Krams, ein bisschen Sportzeug. In der Schachtel sind Duftkerzen. Und hier sind Spiele. Dann ist daneben das größere Regal. Oben, wer hätte das gedacht, Pflanzen. Und Hedwig, die hat meine Mama gemacht. Hier sind Artbooks auf der Seite, meine Buntstifte und so ein bisschen Zeichnungen und Zeichenbücher und so weiter und so fort. Dann hier drunter ganz viele Notizbücher und ganz viel Platz, um noch Dinge hinzustellen. Und die drei Schubladen des Grauens. Hier oben ganz viel Spitze, Bänder und so weiter und so fort. Das muss ich mal richtig sortieren. Darunter Bastelkram, vor allem ganz viele Kunstblumen. Und hier ist eine Kramschublade. Herzlichen Glückwunsch. Auch die muss irgendwann noch sortiert werden. Denn das Regal daneben ist ja nicht neu, aber wir haben Pflanzen, Zeichenzeug, Pflanzen und Pflanzen. Und das ist übrigens meine Puppe Mimi. Das ist meine allererste Puppe gewesen. Und hier unten ein bisschen Make-up. Hier ist meine Pinnwand. Die ist auch nicht neu. Der Schreibtisch ist auch noch nicht ganz ready. Ich will auf jeden Fall die Platte austauschen gegen Holzplatte, passend zum Look. Und was ich mit denen hier unten mache, weiß ich noch nicht, weil eigentlich finde ich die sehr praktisch, aber auch sehr hässlich. Und das habe ich auch neu, das ist mit einer anderen Bestellung gekommen. Also das habe ich irgendwie einen Monat vorher bestellt. Und ja, da ist halt so Stiftekram. Hier sind meine ganzen Copics und noch mehr Zeug und... Oh, die ist leer. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, also Stationery. Und ja, dann natürlich noch das Brett. Habe ich euch ja eigentlich quasi schon gezeigt. Aber Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen und Pflanzen. Das war's auch schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt unspannend war, weil ich ja eigentlich gar nicht so viel gemacht habe oder ob es irgendwie ganz interessant war. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy und ich bin sehr happy, dass ich vor allem überall noch Platz habe, weil ich dazu neige, mehr Zeug anzuschaffen. Zum Beispiel
mehr Pflanzen. Und was auch richtig nice ist, dass hier im Bücherregal jetzt ein bisschen mehr Platz ist. Wir haben auch noch zwei Regalbretter, die wir beizen müssen, wenn wir wieder Farbe kaufen können, wenn die Baumärkte wieder offen haben. Und dann haben wir auch Platz für mehr Bücher. Amazing. Und ich habe mehr Platz für Harry Potter Kram, weil ich die Alice-Bücher aus dem Regalbett geräumt habe. Und es ist super. Hihi, habt ihr das gesehen? I love it. Kleines Update eine Woche später, weil ich jetzt doch noch ein bisschen Zeug geschafft habe, bevor ich das Video überhaupt geschnitten habe. Deswegen apudetu. Einmal ist gestern die Bank für unsere Esstischecke gekommen und die sieht so schön aus. Ich liebe das vor allem hier vor der blauen Wand und sie ist voll bequem und ich lieb's. Und jetzt hat der Vogel da einen Platz und einen unscharfen. Ja, und ach, I love it. Und dann haben wir im Gegenlicht sehr gut zu erkennen hier diesen Birkenast endlich aufgehangen. Hier Birkenast und ich habe meine ersten Makramee-Versuche gestartet. Also sowohl da oben für die Aufhängung als auch für diese Blumenampel. Und ich bin ein bisschen stolz, auch wenn es nervtötend war und ich basteln hasse, aber es sieht ganz süß aus.